Kirchler IT-Press. Ich bin jetzt auf der Fahrt nach München. 2 Grad im Krankenhaus Haag. Die machen ja diesen Test für die Nase, wo sie aus der Nase dann diese Bakterien rausholen. Und wenn es dann die multiresistenten Staphylokokken sind, dann wird man eben isoliert und so dementsprechend. Und das sind auch viele alte Menschen, das ist natürlich gefährlich, weil alte Menschen nicht mehr so viel Kraft haben und dann können sie dann irgendwie dann. Dann habe ich mir wieder gedacht, die Ärzte, wie sie alle heißen, die nehmen diese Handschuhe, diese Gummihandschuhe. Und wenn man praktisch diese Schalter immer anlangt, weil Leute, die haben dann irgendwie diesen Alter, diesen MRSA-Bakterien drin oder keine Ahnung, wie das funktioniert, aber immer werden die durch Schalter und auch sonstige Sachen, Lichtschalter und andere Schalter und Sachen, die man bedient, durch Türklink und so weiter verteilt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man diese Gummihandschuhe nimmt oder wie sie alle heißen, und dann nimmt man dann dementsprechend das wie bei Pronto, dieses Öl, das zum Polieren und zum Veredeln hier genommen wird. Dann wird natürlich das ideal, weil dieses wird dann auf die Handschuhe aufgetragen in einer dünnen Schicht. Und egal was man dann anlangt, das wird dann alles poliert und schön glänzend und sauber und dementsprechend auch desinfiziert oder sagen wir mal, die Bakterien auf jeden Fall mal in diesem Öl getaucht und dann so ziemlich zäh, weil wir natürlich nicht so stark vermehren können. Man müsste das nochmal genauer nachvollziehen, wie weit das schon mal ein Erhebnis ist für die Bakterien. Unabhängig der Typ ist.